Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Umweltschutz. In Deutschland ist der Schutz der Umwelt ein wichtiges Thema. Das liegt primär an der Erkenntnis, dass die Umwelt für Menschen lebenswichtig ist und ihr Erhalt unabdingbar. Für den Umweltschutz werden daher viele Maßnahmen ergriffen, die zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage aller Lebewesen beitragen sollen. Das war leider nicht immer so. Die Folgen von fehlendem Umweltbewusstsein sind heute mehr denn je zu spüren. Verschmutzte Meere durch Industrieabfälle oder abgeholzte Wälder zwecks Rohstoffgewinnung sind nur zwei Beispiele dafür. Da sich leider nicht alle Menschen und Unternehmen freiwillig für den Schutz der Umwelt einsetzen, gibt es in Deutschland viele Gesetze und Vorschriften, um diese zu wahren. Auch bei der Energiegewinnung hat der Umweltschutz in Deutschland einen hohen Stellenwert. So werden Kohle- und Kernkraftwerke mehr und mehr durch alternative Stromgewinnungstechniken, Wind, Solar, Biogas etc. ersetzt. Die Industrie wird in vielen Punkten durch entsprechende Regelungen zu umweltschonenden Produktionstechniken verpflichtet und muss bei Zuwiderhandeln große Strafen bezahlen. Es gibt viele Vereine und Organisationen, die sich für Umweltschutz, die Natur und die Tiere einsetzen. Da jeder einzelne Mensch in Deutschland ein wenig für die Umwelt tun kann, ändern viele Schritt für Schritt das eigene Verhalten zu ihrem Schutz. Das geschieht oft freiwillig und wird manchmal auch durch Gesetze geregelt. So gibt es klare Regelungen zur Trennung von Müll, damit er nach einem späteren Recycling so gut es geht wiederverwendet werden kann. Dabei gibt es 4 Mülltonnen, die zur Verfügung stehen, die blaue Tonne für Altpapier, die gelbe Tonne für Plastikmüll, Verpackungen und Metallreste, die braune Tonne für Biomüll aus Resten vom Essen und Pflanzen und die schwarze Tonne für die restlichen Abfälle, die nicht in die vorherigen Kategorien gehören. Auch beim Einkaufsverhalten kann man positiven Einfluss auf die Umwelt nehmen. Bioprodukte oder frische Kost sind besser als vorgekochtes. Produkte, die mehrfach mit Plastik verpackt sind, sind schädlich für die Umwelt. Man kann auch auf die Plastiktüte beim Einkauf verzichten und stattdessen einen Stoff- oder Papierbeutel verwenden. Auch ist es gut für die Umwelt, wenn man nicht übermäßig viel Fleisch isst, da Tiere für Aufzucht und Pflege viele Ressourcen benötigen. Regionale Produkte zu nutzen ist aufgrund kurzer Lieferwege sinnvoller, als Produkte, die von weit her importiert wurden. Auch bei der Fortbewegung kann man sich umweltbewusst verhalten. Statt mit dem Auto kann man die Bahn oder das Fahrrad benutzen oder direkt zu Fuß gehen. Dadurch werden weniger bzw. gar keine Abgase produziert, was sich positiv auf die Umwelt auswirkt.